Ich bin Jordi, ich bin 24 Jahre alt und ich komme aus Quito, Ecuador. In Jena studiere ich schon seit 4 Jahren. Ich habe DAF und Romanistik studiert und jetzt mache ich einen Master in Lateinamerika-Studien. Jena ist eine Studentenstadt. Jena ist eine ganz bunte, multikulturelle Stadt mit viel kulturellen Aktivitäten. Hier gibt es viele Bars, viele Kneipen, viele Parks, viel Natur, viele Konzerte und genau zudem also kann man auch ganz schön zum Beispiel in den Paradiespark gehen und dort einfach ein Buch lesen. Ich finde es sehr schön, einfach so entlang des Flusses in Jena aus spazieren zu gehen. Man kann auch zum Landgrafen gehen oder auch zum Jensee, ein bisschen wandern. Also ich glaube, hier in Jena findet eigentlich jeder was, was ihn interessieren könnte. Jena hat einfach die perfekte Größe. Ja? Hier sind knapp 25.000 Studenten und das gibt halt der Stadt viel Leben. Seitdem ich hier in Jena bin, habe ich eigentlich das Gefühl gehabt, dass die Menschen hier in Jena sehr offenherzig und sehr aufgeschlossen sind. Das hat mir von Anfang an sehr gut gefallen. Ich vermisse ja ab und zu meine Familie und Freunde, aber ich habe auch einen Anschluss, also in Jena, gefunden. Ich habe tolle Freunde, ich habe tolle Mitbewohner, also meine WG gefällt mir total. Und die Studenten an der Uni sind alle ganz offenherzig und das gefällt mir sehr. Zurückblickend würde ich sagen, dass nach Jena gekommen zu sein eigentlich die richtige Entscheidung für mich gewesen ist. Hier fühle ich mich ganz wohl, also ich fühle mich hier wie zu Hause. Ich sage immer, Jena ist inzwischen ja mein zweites Zuhause geworden. Mein Name ist Katrin Rieken, ich komme aus dem Norden Deutschlands, Emden. Ich habe dort meinen Bachelor gemacht in Photonik, bin jetzt für meinen Master nach Jena gekommen und studiere Photonik an der Upper School of Photonics. Ich habe mich für Jena entschieden, in allererster Linie wegen der Upper School. Ich wollte internationale Leute kennenlernen, ich wollte den Studiengang auf Englisch haben. Gleichzeitig finde ich es sehr gut, dass man in Jena sehr viele Firmen und Institute hat. Die Stadt ist sehr offen, also die Leute kennen sich, die Leute sind sehr sympathisch, die Atmosphäre ist angenehm. Dafür, dass es eine relativ kleine Stadt ist, hat sie viel zu bieten, kulturell wie auch jobtechnisch. Gleichzeitig ist es eine Studentenstadt und das sieht man. Also man geht raus und in jeder Ecke sieht man Studenten, junge Leute. An Kultur kann man hier alles erleben, also von Museen über das Theater, die Philharmonie, bis hin zu Studentenpartys. Die Wagnergasse ist sehr bekannt und sehr beliebt. Planetarium finde ich sehr besonders. Also ich war vorher noch nie in einem Planetarium von dieser Größe. Also es ist ja auch das weltweit betriebsälteste Planetarium und gleichzeitig sehr modern. In Jena gibt es sehr viele Live-Veranstaltungen. Ich war schon auf sehr vielen Konzerten hier, unter anderem auf der Kulturarena. Ich war sehr erstaunt zu sehen, dass hier sogar Wein angebaut wird in Jena und bin auch schon da gewesen, um mal eine Weinprobe mitzumachen, was sehr interessant war und es ist definitiv ein Besuch wert. Für mich war es definitiv die richtige Entscheidung, nach Jena zu kommen. Es wird einem sehr viel geboten als Student. Zum einen ist das Studieren hier sehr angenehm, an der Upper School wie auch an der Uni. Ich habe hier sehr viele Leute kennengelernt, sehr viele internationale Leute vor allem, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Man lernt die Kulturen kennen, man unternimmt mit den Leuten viel. Ich kann behaupten, ich habe Pizza gemacht mit einem Italiener, einem Iraner und einem Philippiner, war oft im Sommer Unifest mit jemandem aus Irland, aus Ecuador und Afrika. Ich denke, das sagt schon alles. Also man lernt hier super viele Leute kennen, man kann hier sehr viel unternehmen und es hat sehr viel Spaß gemacht hier. My name is Ross McKiernan. I'm from Donegal in the northwest of Ireland, and I study photonics, which is the physics of light. After 2.5 years, I finished my original study of my master's, and then I had the choice to go really anywhere in the world to do my PhD. Not that I'm great, but I mean, with a master's from Jena, it's quite a good opportunity. So I had a few offers, but in the end, Jena was the option that I decided was best. Life here is easy and very enjoyable. If you ever want to do something, you just go to the center and your friends will always be around there.
There's always really nice warm house parties happening. So somebody says, yeah, let's just have some beers in my house, and then everybody comes. It's really kind of open and inviting. I mean, you've got so many different things. Like, some nights we just go to like a music pub and just have some nice, inexpensive beers and just see where it might take you then. There's a big student club called the Rosenkeller, and you have many funny nights there. And all the student parties are usually there, but it's really nice because it's all underground in a big cellar. And if you go down there, you have no reception on your phone, so you don't see everybody, you know, Facebook and all that. It's just real partying. I think it's an advantage being foreign here in Jena, because if you go anywhere, people are interested in your story or where you're from. It makes it really easy to meet lots of people here. I'm completely satisfied that I chose to come to Jena, because I've chose it twice. I should be stupid if I make the wrong decision twice. I couldn't think of a better place at the moment. It's the city that really suits me, and I'm sure I'm not alone in that, because, I mean, you have something like 25,000 students here, and everyone I meet to just is really positive, and there's a good atmosphere here, and you would never hear a bad word about Jena in the streets, I think. Ich bin Angela, komme aus Aachen und studiere Kommunikationswissenschaft und Anglistik. Am Anfang hat es mich ein bisschen irritiert, dass die Stadt doch relativ klein ist. Aber im Laufe der Zeit, wenn man die Stadt auch ein bisschen näher kennengelernt hat, hat man halt gemerkt, dass es ganz viele verschiedene schöne Ecken gibt. Und dementsprechend fühlt man sich hier dann eigentlich einfach nur wohl. Also ich würde sagen, dass man hier sehr gute Voraussetzungen hat zum Studieren. Überlaufen würde ich auf gar keinen Fall sagen. Also es ist schon so, dass man ab und zu halt eng aneinander sitzt, aber es ist niemals so, dass da jemand irgendwie rausgeschmissen werden muss oder dass man da nichts mitbekommt oder keinen Platz hat. Im Endeffekt habe ich bis jetzt nie Probleme gehabt mit irgendwelchen Fakultäten oder höheren Ämtern. Also es hat alles immer ganz gut geklappt, und wenn man mal Probleme hat, hat man auch direkt einen Ansprechpartner vor Ort. Ich habe selbst ein Auslandssemester gemacht, und zwar letztes Jahr im Winter, und war da in England gewesen. Und ich muss persönlich sagen, dass ich hier sehr gut damit unterstützt worden bin. Also ich war im Vorfeld oft im internationalen Büro, und dann hat man mir halt gesagt, was ich im Vorfeld machen muss, wie die Finanzierung aussieht und wer mich dann auch dabei unterstützen kann und was für Ansprechpartner habe ich vor Ort und wie ist das dann auch mit den Anrechnen von meinen Studienleistungen, die ich im Ausland erbracht habe. Und im Endeffekt konnte ich mir auch so 2-3 Noten anrechnen lassen, und ja, also es war überhaupt kein Problem, das jetzt ins Bachelorstudium zu integrieren. Die TULP ist in Zeiten von Klausuren oder von Hausarbeiten schreiben mit mein Lieblingsplatz zum Lernen, denn man hat da einfach, also ich finde es richtig schön, dass da alles mit Glas ist, und man hat irgendwie das Gefühl, man sitzt gar nicht drin, man kann die ganze Zeit rausgucken. Was ich ganz klasse finde, ist, dass die Datenbanken einfach riesengroß sind. Also man hat unfassbar viel Zugang zu englischen Texten, auch zu französischen Texten. Und ja, zwischendrin kann man sich da mal einen Kaffee gönnen. Also die TULP ist richtig angenehm zum Lernen. Rückblickend glaube ich, Jena war eine richtig gute Entscheidung für mich, denn ich habe hier richtig viele nette Leute kennengelernt, und Jena an sich ist einfach sehr gemütlich, aber trotzdem auch facettenreich, und ja, das Studium an sich hat mir Spaß gemacht. Jena ist einfach eine Stadt, die ist klein und fein, und man fühlt sich wohl. My name is Frank Emmanuel Gunu. I am a master's student of photonics, and I come from Cameroon. I chose Jena because of its reputation in the field of optics and photonics. For a student who wants to study in Jena, I think Jena is the best place for him. He will have a lot of culture to share and people to meet. I like sport. There are a lot of opportunities for students to do sport in Jena. It always gathers people. Either you play or you don't play, because you will always meet people. There are special clubs for students
Like the main one is the University Sports Zentrum, where you have a lot of disciplines, and the bad thing is you can't follow all of them. I play football and I'm swimming. I mean, I'm learning how to swim. I really enjoy time with my friends playing volleyball. In Jena, we have two professional teams, one in football and another one in basketball. It's always a pleasure to meet them playing, because many people are coming to support them, and the ambience, the atmosphere, it's so joyful, and it's difficult to miss that. It's really a beautiful city, and it's really calm, and people are open-minded, and I really enjoy myself in Jena during the last 2 years. Jena ist sicher ein super Studienort, weil die fachliche Betreuung in den 10 Fakultäten und deutlich mehr als 100 Studiengängen sehr gut ist. Jena ist eine Stadt, in der Interdisziplinarität großgeschrieben wird. Also man wird auf Wege verlockt, die man vorher nicht gesehen hat. Jena ist eine Stadt der kurzen Wege. Man hat es nicht weit von A nach B. Man trifft hochinteressante Leute permanent. Jena ist eine sehr grüne Stadt. Jena hat eine wunderbare Kneipenmeile. Und das Studentenparadies Jena in Kooperation Fachhochschule, Studentenwerk und Universität bemüht sich darum, den Studierenden das Studium so angenehm wie möglich zu machen.